Hallo und herzlich willkommen Leute zurück bei Obat Zockt. Jetzt ins zweite Folge, wo wir uns ein paar nach Armor Park weiterbauen wollen. Klicken wir mal fortfahren und weiter geht's. So, wie sieht's denn hier aus? Aha. Naja, das ist ja schon ganz ordentlich, was wir hier geschafft haben. Ach ja, wir hatten ja auch uns ein Darlehen aufgenommen, was ich mir auch überlegt hatte. Die Herausforderung kann ich doch auch wegklicken, ne? Bei einer Achterbahn mindestens eine Sekunde. Ich klicke die jetzt mal weg, weil das würde sowieso viel zu lange dauern. Bei einer Achterbahn mindestens 200 Söhne erstellen Vollwerk, das würde ich auch mal wegnehmen. Und das lassen wir einfach mal. Verflucht mich jetzt, aber ich bin der Meinung, eigentlich werden dann einfach neue generiert. So, dann schauen wir mal, wo wir aufgehört haben. Wie viel haben wir denn überhaupt noch abzubezahlen? Finanzen, zack. Oh, 10.000. Dann immer das Geld, was wir uns geliehen haben, haben wir rausgezahlt. Ach, die Scheiße. Naja, dann werden wir mal sehen. Und was machen unsere Forschungen eigentlich? Ui, der Gulbi ist fertig. Mhm, eine Marke. Ja, mal gucken hier. Brauchen wir natürlich klein in unserem schönen Park einen Gulbi. Mietzerbein, Gulbi, Gulbi slash Gulbi Soda. Ach ja, genau, das ist ja gleich die ganze Soda, ne? Ja. Einige Läden sind sehr überlaufen. Ist das jetzt eher positiv oder negativ? Ich glaube eher positiv. Zumindest für unser Portemonnaie. Gulbi Soda. Passt das hier noch so stylisch hin oder sieht das doll dumm aus? Ah, so. Kann man, ich kann das da jetzt so irgendwie. Ach du Scheiße. Nee? Nee, das wollte ich jetzt nie. Mist. Nochmal auf Anfang. So. Ach so, da ich das ja jetzt nicht verbunden habe. Na gut, dann. Wenn das halt ein bisschen schräg ist, doch egal. Gut, Gulbi Soda. Klar, erstmal ein bisschen teurer machen, ne? Ist ja ganz klar. So. Für alle den benutzen, genau. Sehr schön. Ist. Oh, die stehen ja schon Schlange hier. Okay. Das ist aber schön. Da freuen wir uns. Ich würde jetzt erstmal noch keine Verkleidung dran bauen. Weil ich mir noch nicht ganz so sicher bin, ob das jetzt so klug wäre, weil wir ja noch nicht ganz so viel Geld haben. Ne? Wir können ja jetzt noch nicht ganz so viel hier rumprotzen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ganz witzig. Ich würde jetzt noch nicht so viel forschen. Aber mal ein bisschen schneller machen. Ist das höchste Budget? Ja. Naja, obwohl. So, halb schnell. Okay. Wenigstens so lange, bis dann die Meldung kommt. Na klar, das sieht doch ganz natürlich aus. Wunderbar. Ach, dieser Schieferstein. Ja, was ich damit schon alles gemacht habe. Ein Diebstahl. Ach, na klar. Da müssen wir dann wieder einen Officer einstellen. Ist das der große, den ich vorhin schon hatte? Den kann ich auch ein bisschen. Ja. So. Ah, diese ganz kleinen. Das ist immer so. Da weiß ich immer gar nicht. Ist zwar gut, dass es die gibt, ne? Das sieht natürlich noch natürlich aus. Wir haben doch jetzt eine andere Steine, die ich hier. Ja, der wird da gar nicht reinpassen. Ja, die sind. Die anderen sind einfach ein bisschen grauer. Das geht ganz gut, haben wir auch wieder eine komplett andere Form und so. Da. Das ist schon was anderes. Naja, müssen wir ja ein bisschen verschieden machen hier. Lass mal die Geschwindigkeit wieder auf normal gedreht. So. Was machst du denn dort? Sieht ja furchtbar aus. Ah ja, zuletzt verwendet. Ne, das sind alle. Das sind die Alpinen. Ach so, oder? Naturfelsen. Ach, jetzt sind sie gleich alle. Jetzt sind sie da gleich alle sortiert, Mensch. Ich mach's mir manchmal schwer.
Ich mach's mit der Öl schwer. Ja, das sieht ja auch ganz cool aus. Ja, ist halt ein bisschen gemischt, ne? Ja. Oh ne, nicht ganz so groß. Also so ist schon okay. Das ist ein, so ein Schieferstein hier. Ah, Netsch. So. Das ist immer bloß die Spitze vom Eisberg. Was ist das für ein Fels? Fels. Ah, ja, das ist hier Fels. Das andere ist so Klippe. Ne, jetzt habe ich es doch vertauscht. Warte mal. Ein bisschen kleiner machen. Ja, ne, das ist natürlich ein bisschen. Ich bin zu krass. Sehr komische Geräusche hier, die aus der Achterbahn kommen. So, und hier noch ein bisschen Gras. Wo die Pflanzen sind. Genau, da sieht das doch schon ganz okay aus. Die Zeit ganz gut rumgekriegt. Nee, so. Das ist Quatsch, ne? Drehen und wirbeln. Oh. Okay, der Skizzer. Muss ich schon mal gehabt haben eigentlich. Mich wundert es jetzt ein bisschen. Aha. Also, ich habe das Spiel eigentlich erst vor kurzem gespielt, aber irgendwie kommt mir das so vor, als hätte ich das noch nie gebaut. Naja, machen wir ja nochmal ein Flatride hin und dann werden wir mal gucken, ob wir hinten dann irgendwie genug Platz zum Bauen haben wir ja. Wo ist denn hier der Eingang? Dort. Dort oben ist die Kiste, wo der Typ drin sitzt. Oder die Frau. So. So. Gut, jetzt tun wir einen Eingang platzieren. Die ganze. Der Ausgang. Ja, das ist eigentlich immer so eine Sache. Die ist bei mir relativ. Na, machen wir es klein mit dorthin. Und dann bauen wir. Ein klein bisschen länger, dann wird es jetzt ein bisschen weicher aus. Soll ich auch so eine. Soll ich hier so eine lange machen? Oder auch so hin und her geriffelt? Ja, wir können hier ist ne. So, das sieht ja ganz cool aus. Was ist jetzt los? Hallo? Ja? Oh, das ist doch manchmal hier zum Verzweifeln. Ja, ein bisschen schräg, genau. Und oft das Teil. Hat schon 10%. War nicht lange Szeneriebewertung. Ah, das sind unsere schönen Bäumchen dort oben. Die retten das Ding. So, platzieren wir noch einen Ausgang. Warte mal, wir tun gleich mal den Preis erhöhen auf 8. Und machen hier 3/4 besetzt Minimum. Uiuiui, nee, das sieht ja doof aus. Mal gucken hier. Was ist denn das? Ist so Metall? Ja, das ist Metall. Na dann. Passt zum Beispiel Holz nämlich gar nicht. Schwarz wieder? Was siehst du mal aus? Ne, ja, schwarz sieht total aus. Ja, oder den? Ne, die war schwarz. Das ist cool aus. Passt einmal frei dazu. So, Entschuldigung, ich habe gerade meine Nase etwas gerümpft. Ist das der Weg hier? Oh, da tut sich ja wieder ändern. Hoffentlich hat mich das nicht gekostet. Ich überlege bloß gerade, ob ich das einfach so dazu baue hier. Muss ja am Ende ein schönes Bild noch ergeben, ne? Weil wir da bestimmt nicht alles umhauen wollen. Also mit umhauen, wenn ich hin und her bauen wollen. Was macht ihr hier? Ich kann nirgendwo hingehen? Warum? Ist so genug Platz, oder? Der Gulbi Soda, da kommen wir nicht so gut an. 1% erfrischende Getränke, Gulbi Soda. Okay. Ist ja schon ganz schön was los. 250 Leute haben wir. Ich habe bloß ein bisschen Angst wegen meinen Finanzen.
haben wir aber schon fast 1000 abgezahlt. Ganz schön überfüllt. Naja. Was denkt ihr, Toiletten? Ich habe kein Geld mehr. Er hat kein Geld mehr. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen EC-Automat erforschen. Erste Hilfe. Kosten ist nicht. Oh. Sorry. Das war meine Tastatur. Meine Tastenbelegung für Vollbildmodus. So, Szenerie. Ah, dort waren wir ja stehen geblieben hier. Ich wollte ja eigentlich auch mal, wir müssen noch mehr erforschen. Wir müssen noch mehr erforschen und zwar, das ist Design Western Style, Science Fiction, Märchen. Gibt es hier auch festlich? Nee. Brauchen wir jetzt noch nicht. Special Effects. Hm. Guck mal, was wir noch so tolles haben. Letztens habe ich ja schon Schilder gefunden. Das. Nee. Eigentlich suche ich so einen Brunnen. Sag mal, haben die das. Haben die den Brunnen? Gab es denn immer schon so? Da habe ich jetzt gerade einen Denkfehler. Habe ich gerade einen Denkfehler? Das, ich dachte, gab es mal in so einen fertigen Brunnen. Na, so. Brunnen. Brunnen. Nee, gibt's nie. Wasser? Nee. Gut, dann ist das wohl. Aha. Das ist ja schon das. Da hat das einer. Brauchen wir sowieso Special Effects? Das müssen wir alles erforschen. Alles gut. Gut, tut mir leid. Ich habe gerade einen kleinen Denkfehler gehabt. Also, Special Effects brauchen wir dann später noch. Märchen? Hm. Piraten, das ist ja eigentlich alles nicht teuer. Aber wir haben unter anderem schönes Zeug. Kleine Büschlein. Hier und da. Und dann passt das auch. Kann ich halt nachts wenn die einschlafen, wenn ich die ganze Zeit die Melodie höre. So. Machen wir das ein bisschen schön hier. Automatisch wieder hochgeht. Ja gut. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Tut es einfach nur ein bisschen schön. Ah, was geht das wieder los? Vorspannende Musik. Auf der anderen Seite dasselbe? Aha, man kann die ja in einer anderen Farbe dann. Den auch, ne? Genau. Oh ja, einfach eine andere Farbe. Ne, Alter, hier. Machen wir hier. Das sieht da wunderschön aus. Hier machen wir so das hier, so ein bisschen eine andere Farbe, das ein bisschen natürlicher aussieht. Rot, oh, das ist ja toll, was wir hier alles haben. Und weiß. Weiß, mich. Ich suche jetzt wieder die Pflanze, die dort schon steht. Ich hätte sie bloß gerne hier in der Auswahl. Verstehe ich nicht. Warum ist es jetzt weg? Wie heißt das Ding? Genau. Und es ist. Ach egal, ich mach's einfach so. Ich
würde es gerne andrücken, weil ich habe jetzt hier nämlich die eine Hand an der Maus und die andere auf meinen Pfeiltasten, womit ich die Kamera immer steuere. Deshalb habe ich jetzt keine Hand frei für die Taste drüber zu drücken. Stört das? Ist das auf dem Weg? Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen weiter rüberschieben. So. Toll. Das sieht doch schon nice aus. 19% plus oder schon? Ich würde sagen plus. Ich würde sagen plus. Finde ich nämlich schon ganz süß eigentlich. Wenn es immer ein bisschen verschieden ist, ich meine, das ist ja die Natur, ne? Aber der eine Busch, der ist halt ein bisschen höher, der andere nicht so. Wie fahren wir denn hier? 4? Oder zum 5? Nee, da muss ja noch. Einer muss dort noch hin. Und einer hier nachher. Dann ein bisschen weiter rüber. Nee, gut. Dann ein bisschen weiter rüber. So. Wunderschön, oder? Was sagt ihr? Oh ja. Wunderbar. Oh, die erste Hilfe ist fertig. Dann kann es nicht mehr lange dauern, dass wir dann unsere EC hier haben, das Geldautomat. Machen wir auf volle. Oh, schau mir die Taste, weil ich immer 5 drücken will. Ich habe ja Müll gesehen, liegt Müll. Wie läuft sie sonst so? Schön besetzt alles, ne? Was ist das denn vor? Machen wir wieder schwarz. Das ist so langweilig dann, ne? Das sieht doch cool aus irgendwie. Gelb. Welche Farbe ist das? Grün? Ah, die Schrift. Ne, die machen wir schwarz. Nee. Nee, die machen wir, weiß ich nicht, grün. Machen wir grün. Und was haben wir hier noch? Für eine Farbe. Was ist das? Steht das hier da? Nee. Ein bisschen näher angehen. Bestimmt für die Wagen. Die Sitze. Oh, das dreht sich so schnell, ich sehe gar nicht. Seht ihr den Unterschied? Und bin ich blind gerade? Ach, das ist die Schrift. Jetzt ist wirklich die Schrift. Oder wie das immer hin und her flackert. Vielleicht. Die unterschiedliche Farbe. Ja. Gut, dann wissen wir, was es ist. Nun klar, dann nehmen wir das. Passt da zur Umrandung dort. So, jetzt geht das nämlich los mit dem Diebstahl. Das bedeutet Parkverwaltung. Und da tun wir dann mal hier Sinn. Auf Passer Mikey hinsetzen. Ich lach, wenn er wirklich Mikey heißt. Nennen wir aber Mikey. Mikey. Mikey, Mikey, Mikey. Mikey. Hm, bleibt. Mikey hat keinen Nachnamen. Der ist einfach Mikey. Oh Mann, oh Mann, das ist ja gut besucht hier bei uns. Das Prestige, was sagt denn das? Also erstmal, oh, warst du auf 10 Dollar? Helfen wir mal, ah hier Prestige. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Ja, ein Stern. Aber ich glaube, das Karussell, das hat immer sowieso nie so viel. Immer sowieso nie so einen hohen Prestige, was es erreichen kann. So, dann machen wir mal hier weiter. Ich überlege, ob wir hier das hier noch vor Blümchen reinnehmen. Das sieht schon sehr schön aus. Fächerblume, ah, das ist so. Das ist immer so aus wie gewollt und wie gekonnt. Wisst ihr was? Wir machen hier einfach noch ein paar Pflänzlein hin. Und dann überall die Farbe ändern. Das sieht bestimmt total cool aus. So, hier noch eins. Ne, hier können wir es nicht machen. So. Oh, jetzt hab's kopiert, Mist. Okay. Dann tun wir uns mal an der Farbe. Nein, das doch nicht. Das möchte ich. Was geht's?
Okay. Was haben wir denn hier noch? So ein unnatürliches Blau wäre doch schön. Nee, ich weiß nicht, vielleicht weiß. Ne? Und das hier machen wir einfach mal in Orange. Und das hier nehmen wir in der Farbe, die wir es vorhin schon mal hatten. Und den nehmen wir in das. Sieht auch schön aus. So ein bisschen ähnlich, aber nicht gleich. So. Das ist hier so. Okay, schauen wir mal hier, was hier so los ist. Tun wir einfach mal zufällig die Farben auswählen, die wir vor uns schon. Rot. Rot? Na so, so helleres Rot. Oh, jetzt gibt es ein technisches Problem. Grün? Ich glaub's nicht, dass es das gibt, hä? Nee. Nee, lieber nie. Ich will ja Ärger haben mit dem Gärtner. Das sieht ja jetzt schon irgendwie übelst kitschig aus. Also mal schauen, dass wir hier irgendwie vielleicht... Oh Mann, hier liegt der Müll. Ist der Handwerker schon unterwegs? Ja. Ja, der arbeitet sogar schon. Okay, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Die Dinger sehe ich jetzt erst. Toll. Schön. Vielleicht tun wir doch ein paar Fächerpunkte dazwischen. Das ist einfach nur das... So wie so Gras. Das sieht aus wie so eine kleine Wiese. So. Schwupps. Ja, das ist doch süß. Sieht ja überhaupt nicht kitschig aus. Richtig schöner. Voller. Ziergarten. Die Tränen ein bisschen. Hm, oder? Oh. Ja, geht gut. Das geht gut. Blätter. Oh. Okay, nehmen wir. Blätter hier überall. So. Und jetzt natürlich noch ein bisschen Fels. Fels. Nee, Gras. Aber nicht das, was schon hier ist, sondern das hier. Ja, genau. Was hab ich jetzt gemacht? So, das reicht so. Was ist, wenn ich so aufgeregt spiele hier? Was ich auch noch dazu sagen wollte, das letzte Mal bei meiner ersten Folge, da klang das wahrscheinlich manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, gestellt. Aber, naja, die ersten Let's Plays, die man eben macht, ne? Wenn man noch keine gemacht hat, dann ist das natürlich immer ganz schön aufregend und dann, kommt das manchmal ein bisschen gestellt rüber vielleicht oder was, wenn ihr so einen Eindruck hattet. Genau das wollte ich eben eigentlich gar nie. Oh ne, das gefällt mir nicht. Also das wollte ich bloß nochmal mitgeben. Aber ich hätte hier ganz so eine Pflanze drin gehabt. Hm, die hier dazwischen noch, ich weiß nicht, dass es dann zu viel wird. Halten wir uns ja schon seit Ewigkeiten an dem kleinen Ding hier auf und es sieht ja total verwuchert aus. Eigentlich ist es eigentlich gar nicht gepflegt oder so, sondern eher so. Oder? Sieht das doof aus? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Hm. Na, mal sehen. Warte, Schlangen sind noch hier, hat es auf jeden Fall was gebracht. Die gehören denn hier rein? Ah, das ist auch so, ne? Wie gesagt, ich möchte das eigentlich nicht so gestellt haben, sondern es soll halt natürlich aussehen. Kann man das jetzt noch drehen, ne?
Hm. Na, weil das Training verschieben. Ach nee, Mensch, das wird schon kommen. Ja, gut, machen wir so. Machen wir so. Nee, das Gelb, das haben wir schon überall. Das ist total Mainstream. Das haben wir schon gerade auf der anderen Seite. Grün? War das grün? Ja, ich glaube, das gibt es. Die Farbe gibt es, glaube ich. Ups. Oh nee. Das will ich doch. Schön. Das ist noch nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sieht irgendwie noch ein bisschen total dumm aus. Ja. Ja, geht schon. Ihr seht schon. Es nimmt langsam Gestalt an. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Also, es sieht schon ganz gut aus. Aber irgendwie mit diesem. Mit der Fächerblume habe ich, glaube ich, Mist gemacht. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube ja. Ich bin mir jetzt wirklich nicht mehr sicher. Naja, wie gesagt, ist ja nichts für die Ewigkeit, ne? Wenn es nicht gefällt, fliegt es einfach wieder weg. Gucken wir mal, was die Finanzen dabei gemacht haben. Oh ja, Forschung. Forschung fertig, Geldautomat. Sehr schön, okay. Oh Mann, jetzt gucke ich gerade in die Uhr. Die Folge ist leider schon wieder vorbei. Diesmal sind wir zu nicht groß gekommen, aber ihr seht, wir haben ja einen schönen Park um das Karussell gebaut. Utopische Farben gefunden. Hm. Also wie gesagt, so richtig zu viel bin ich nicht, aber da machen wir noch irgendwas draus. Okay. So, da würde ich sagen, da war es erstmal für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Dann bis zum nächsten Mal und ja, tschüssi.